Hallo liebe Community, heute geht es weiter mit der Gruppe Kata Hajime. Wie versprochen geht es weiter mit den Würgern in den nächsten Wochen. Ja, los geht's. Wurzel schmerzfrei. Das Prinzip von Kata Hajime ist es, mit festgelegter Schulter zu würgen. Um dies zu demonstrieren, zeigen wir hier einmal die Grundtechnik. Hierfür sitzt oder kniet Uke vor Tori. Tori stellt auf der Seite, wohin er würgen möchte, das Bein auf. Dann greift er mit der Behelfshand unter Ukes Schulter und eröffnet das Revers, um nun mit der Würgehand an den Hals zu gelangen und dort diese in das Revers zu schieben. Mit Hilfe der Behelfshand legt Tori nun Ukes Schulter fest, indem er den Handrücken der Behelfshand zwischen Ukes Schulterblättern schiebt. Das Würgen erfolgt durch Andrehen Ukes in Richtung des aufgestellten Beines. Kommen wir nun zu den Anwendungsaufgaben. Als erste Anwendungsaufgabe haben wir uns einen Umdreher aus der Banksituation ausgesucht. Dafür macht Uke eine kleine Bank und Tori steigt über und greift eine Hand über der Schulter, eine Hand unter der Schulter und rollt dann über in die eigene Rückenlage und verwirkt dort mit einem Kata Hajime. Nun die Technik noch einmal in langsam. Uke befindet sich in der Banklage. Tori steigt über und fasst mit der Würgehand über der Schulter in den Kragen und mit der Behelfshand unter die Schulter. Dabei ist es egal, ob die Behelfshand nur in das Revers greift oder bereits an der Schulter zum Festlegen bereit ist. Das ist eine reine Stilsache. Tori steigt dann mit beiden Beinen ein und rollt auf den Rücken, um dann durch Festlegen der Schulter zu würgen. Auch hier ist darauf zu achten, die Hand zwischen die Schulterblättern zu schieben. Hier sehen wir die Technik noch einmal in der Gänze. Nun aber gehen wir zu unserer zweiten Anwendungsaufgabe über. Und zwar machen wir in diesem Fall ein Umdreher von vorne aus der Banklage Ukes. Tori greift hierbei von vorne an den Kragen Ukes und legt seine Schulter, wie vorher gezeigt, fest. Hierbei ruht das Handgelenk auf dem Nacken des Uke. Tori rutscht dann mit dem Kopf an Ukes festgelegter Schulter ein und verwirkt nach Aufbocken mit einem Kata Hajime. Auch hier zeigen wir nochmal die komplette Technik in Gänze. So, das war's für heute. Dann geht's nächste Woche weiter mit einer weiteren Gruppe aus der Chimewasa. Und dann lasst euch einfach überraschen, was es dann in der nächsten Woche gibt. Viel Spaß beim Üben bis dahin.